Wie viel Kalk oder zum Beispiel Salz das im Wasser ist, das hat Auswirkungen. Einerseits auf die Leitungen, die durchfließt, aber auch auf die Nutzung. Ein Ingenieur hat vor ein paar Jahren festgestellt, dass sich das Wasser, das man braucht, direkt auf die Prozesse wie die Betonarbeit auswirkt und ein Gerät entwickeln, das die Zusammensetzung des Wassers verändert. Heute braucht man die Lesung von der Firma Aqua 4D in unserem Wallis in über 40 Ländern. Wassermangel oder salzige Böden – Problem, das die Landwirtschaft weltweit beschäftigt. Eine Walliser Technologie, die man direkt an die Wasserleitungen anschließt, wirkt dem entgegen. Im Inneren dieser Geräte hat es elektromagnetische Felder. Wenn das Wasser da durchläuft, verändert sich seine Zusammensetzung. Das bringt verschiedene Vorteile, je nach Anwendungsgebiet. Die Firma von Siders macht über 80% des Umsatzes im Ausland. Aber auch in der Schweiz kommt die Technologie immer mehr zur Anwendung. Da geht es vor allem darum, in einem Hischer die Trinkwasserleitungen sauber zu behalten oder sie von den Kalkablagerungen zu befreien. Der Martin Otscher, der ein Geschäft für Haustechnik zu Osten fährt, hat schon Erfahrungen mit dem Gerät gemacht. Für den Kunden ist es sicher interessanter, wenn er die Leitung auch noch ein bisschen im Leben behalten kann, als dass er die ganze Installation erneuern muss. Vor allem, weil die Leitungen vielfach halt unterputz geführt sind und dass man die gar nicht sieht. Das sind enorme Kosten, wenn man alles ausspitzen und die Leitungen neu verlegen muss. Von daher rentiert sich das sicher, so ein Gerät einzubauen. In 15 Jahren ist die Firma von 2 auf 20 Mitarbeiter gewachsen, hat sie vom Start-up zum KMU gewandelt. Das waren aber nicht die einzigen grossen Veränderungen. Vor anderthalb Jahren haben wir beschlossen, die Produktion komplett ins Wallis zu verlegen. Wir können die Geräte jetzt selber zusammenstellen und sie auch noch individuell auf den Kunden anpassen, wenn es nötig ist. Also sind wir näher am Markt. Das Gerät kommt ohne Chemie aus. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit ein viel diskutiertes Thema ist, sicher kein Nachteil.